Oft bauen wir bei unseren Kunden Kochfelder ein mit Muldenlüftung, also wo der Abzug nach unten erfolgt. Da gibt es immer noch Skeptiker, die meinen, das funktioniert nicht so richtig und da spricht auch was dagegen. Erster wichtiger Pluspunkt, hier oben drüber ist nichts. Und das ist doch wunderbar, man kann sich nicht den Kopf stoßen, man kann wie wir uns jetzt frei unterhalten. Nichts ist über dem Kochfeld. Wie das mit dem Muldenlüfter genau funktioniert, das zeige ich euch mal hier an einem Bohrergerät. Ich habe hier eine Pfanne mit ein bisschen Wasser, damit es auch nicht zu lange dauert. Das Wasser ist kalt, die Platte ist auch kalt. Ich stelle das jetzt mal hier auf diese Sektion, wähle diese aus und mache die Powerstufe an. Dann sollte das recht schnell gehen. Man hört jetzt so ein kleines fiependes Geräusch. Das ist die Induktion, die jetzt im Topfboden passiert. Metall wird durch die Induktion angeregt, wird warm. Es wird also nicht die Platte warm, wie früher beim Elektroherd, sondern der Topfboden, in dem Fall also auch der Pfannenboden. Man sieht schon, wie jetzt sich kleine Bläschen bilden. Das geht also wirklich sehr, sehr schnell. Und jetzt nehmen wir mal die Abluft mit dazu. Das heißt, wir gehen mal auf Stufe 4, um zu sehen, wie hier die entsprechende Absaugung auch funktioniert. Nicht nur der Wasserdampf, was jetzt hier kocht wie verrückt, sondern auch Fett und Gerüche werden direkt am Ort des Geschehens abgesaugt. In dem Fall in unserer Küche nach außen transportiert als Abluft. Und alles das sorgt für eine saubere Küche. Wenn ihr also so einen Muldenlüfter auch in eurer Küche haben möchtet, dann kommt ihr zu uns. Wir bei Sigrado planen nostalgische Küchen von der Optik mit Hightech von der Küchentechnik her.